Hallo Sebastian, herzlich willkommen im Futsal-Studio von futsalblog.at. Ja, servus Stefan, danke für die Einladung. Gerne. Sebastian, ihr habt jetzt aufgrund der Corona-Pause ein Jahr oder länger als ein Jahr nicht mehr in der zweiten Futsal-Bundesliga gespielt. Im Cup seid ihr angetreten. Eine Sensation hat es nicht gegeben, aber ihr habt durchaus passable Ergebnisse gegen Wiener Walzer und Stella Rossa geliefert. Ja, danke. Also grundsätzlich waren wir schon zufrieden. Gegen Wiener Walzer hätten wir tatsächlich uns einen Sieg ausgerechnet. Es ist aus mehreren Faktoren noch nichts daraus geworden. Ich glaube, dass für uns einfach schön war, dass wir wieder spielen haben können. Wenn du die Sportart einfach nie trainieren kannst, so wie es bei uns oder bei allen Zweitligisten ja der Fall war, war es schon schön, einfach ein Team an den Start zu bringen. Und wie gesagt, da ist halt einfach schwierig, irgendwelche taktischen Finessen einzustudieren. Also da waren einige, die den Futsalball tatsächlich das erste Mal wieder seit einem Jahr am Fuß gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, gegen Stella Rossa super spielend. Wir haben denen 4 Tore eingeschenkt. Das war für die Spieler einfach schön, zumal wir ja recht junge Mannschaft waren beim Cup. Also hat gut gepasst. Okay, aber die Corona-Pause war ja, wie du jetzt auch angesprochen hast, doch sehr lange. Was für ein schwerer Einschnitt ist das jetzt eigentlich, wenn man ein Jahr nicht Futsal spielen kann, nicht trainieren kann und die Spieler eigentlich überhaupt keine Praxis haben in dieser Hinsicht? Ja, ich denke, das ist ein gewaltiger Einschnitt. Also wir sind zumindest in Österreich nach wie vor sehr junge Sportart. Die erste Liga durfte spielen, die zweite nicht. Das war schon sehr hart, einfach für die Spieler, das einfach zu sehen. Und ich denke, jedes Training, jedes Spiel, das man den Spielern anbieten kann, ist sehr, sehr wertvoll. Und wenn das ein ganzes Jahr aussetzt, dann ist das vor allem gerade für die jungen Spieler, also einige, die 16, 17, 18 sind, ja, ein ziemlicher Rückschlag einfach in der Entwicklung, wo man ihnen einfach nichts mitgeben kann. Und jetzt müssen wir schauen, also im neuen Jahr, es sind ja unglaublich viele Anmeldungen für die zweite Liga, was sehr schön ist. Ich denke, ich spreche einfach für alle Vereine, die da dabei sind. Natürlich hoffen wir, dass wir regulär uns antreten können und uns einfach die Möglichkeit geboten wird, dass wir das wieder aufholen oder reinholen, was uns da verloren gegangen ist. Sebastian, du hast das vorher schon angesprochen, es sind heuer so viele Teams wie überhaupt noch nie. Ihr spielt in der Gruppe West, insgesamt sind dort 8 Teams. Wie würdest du da die Pantera Graz ungefähr einschätzen? Ja, Stefan, du weißt es eh, es ist immer recht schwierig zu sagen, wenn neue Mannschaften dazukommen, wie stark sind die wirklich? Sind meistens gute Fußballer, vielleicht weniger Futsalerfahrung, aber grundsätzlich denke ich, wir haben inzwischen schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir im oberen Drittel mitspielen und vielleicht auch nach 14 Runden tatsächlich die Chance haben, dass wir um den Titel spielen. Das wäre natürlich das Größte für uns und wir werden es versuchen. In der letzten gespielten Saison, da seid ihr ja ganz knapp am oberen Playoff gescheitert, aber da hättet ihr ja um einen Titel mitspielen können. Ja, das ist richtig. Da waren wir, glaube ich, doch selber recht überrascht, was wir so gut abgeschnitten haben. Da war der Titel jetzt auch nicht unbedingt das Ziel. Leider Gottes sind wir ja im letzten Spiel an einem Tor gescheitert, aber ich muss auch sagen, dass die personelle Situation, sondern doch einige Spieler, Schlüsselspieler, verletzungsbedingt ausgefallen und da waren wir dann einfach in der Breite nicht mehr fähig, dass wir das dann die Qualität dann einfach so halten, wie am Beginn der Saison, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein gutes Zeichen oder ein gutes Vorzeichen für die neue Saison. Wir haben jetzt aus dem damaligen Kader eigentlich keine Abgänge, sondern doch Spieler dazu bekommen, die Qualität in der Breite vor allem auch heben. Ich glaube aber, einen Abgang habt ihr, der ist in den Profibereich im Elferfußball abgewandert. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Wir haben beziehungsweise war es so, dass wir eine Kooperation hatten auch mit der Sturmakademie und dort Spieler bei uns bei Pantera mitgespielt haben. Wie du weißt, inzwischen hat ja die Akademie jetzt selbst eine Mannschaft auf die Beine gestellt. Und damals der Florian Weiler, der wirklich unglaublich talentiert im Futsal war, ist jetzt zum TSV Hartberg in die Bundesliga gewechselt. Ist zurzeit noch ohne Einsatz, aber natürlich drückt man ihm die Daumen, dass sich das ändert. Du hast angesprochen Sturm Graz. Die Sturm Graz U18 spielt heuer auch in der Liga mit.
Hast du da vielleicht irgendwelche Einblicke oder Informationen? Wie stark schätzt du Sturm Graz ein in der zweiten Futsal-Bundesliga? Ich meine, der Gilbert Drilasnik, der das ja initiiert hat, der ist ja kein Unbekannter in Österreich, auch nicht im österreichischen Futsal, der mit dem Patrick Babic zusammen die UEFA-Lizenzausbildung eben macht. Der ist sicher recht motiviert, sein Wissen dann an die jungen Sturmkicker weiterzugeben. Bei der Akademie ist eher immer das Thema, wie ernst wird es dann tatsächlich genommen, einfach damit zu spielen. Die Qualität der Spieler ist unbestritten sehr hoch, denke ich. Aber da ist dann einfach auch die Personallage. Wie schauen wir dann aus Richtung Ende Jänner, Anfang Februar, wenn die Fußballakademie meistens dann vermehrt wieder in Fokus auf die Fußballsaison hat. Da kann es aus der Erfahrung heraus natürlich passieren, vielleicht weniger Spieler zur Verfügung stehen, jüngere Spieler. Deshalb ist es schwer abzuschätzen jetzt tatsächlich, wie stark die Akademie von Sturm da wirklich sein wird. Wir haben ganz kurz so Transfers jetzt angesprochen. Der ist sicher bekannt. Es gibt ja zwei Top-Transfers, die jetzt in der vergangenen Saison schon gegeben. Das eine ist der Samir Nohanovic, der Rekordtorschütze, dreifacher Meister mit Muriksin, der zum LPSV Kärnten gegangen ist. Und den zweiten ebenfalls ehemaliger Muriksin-Spieler, der Daniel Englisch, der zu Dynamo Dresden teilgegangen ist, die in der zweiten Bundesliga Ost spielen. Ja, ich denke, das ist natürlich eine unglaubliche Auswertung für die Liga, wenn einfach im Futsal bekannte Spieler dafür hergeben, in der zweiten Liga mitzuspielen, spricht dafür die Qualität der Liga. Ich meine, zum Samir Nohanovic braucht man, glaube ich, sowieso nicht viel sagen. Ich bin froh, dass er seine Kreuzbandverletzung positiv wieder hinter sich gebracht hat. Ich glaube, der ist ja jetzt auch in der Kärntner Liga wieder ziemlich aktiv, auch in der Torschützenliste. Also der dürfte super fit sein und ich finde es auch schön für LPSV, dass er dort die Erfahrung auch als Spielertrainer einbringen kann. Beim Daniel Englisch, klar, der hat auch in der ersten Liga unglaublich viele Tore geschossen und wird bei einer wirklich einen Traditionsverein im Futsal wie Dynamo Dresden sicher einen guten Platz haben und auch da das ein oder andere Tor machen. Danke. Abschließend noch eine Frage. Wen tippst du als die beiden Aufsteiger? Weil es steigt ja in der Liga Ost und in der West jeweils nur der Meister auf. In der Ostliga, ich glaube, dass der Theo Klaus da eine ganz gute Truppe wieder aufstellen wird und jetzt mit der Namensänderung auf AC Vienna da noch einmal Schub in die Mannschaft gekommen ist. Also die sind für mich heißer Favorit dort. Ich glaube, bei uns in der Liga ist es wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Also da habe ich wirklich vier oder fünf Mannschaften im Topf, die da wirklich die Möglichkeit hätten, bei dementsprechendem Verlauf und wenn man in einen Run kommt, dass die da den Titel holen. Also ob es jetzt, wie gesagt, ich tippe uns jetzt auf fünf, so an der Grad, aber wie gesagt, MPSV natürlich und Samir Nohanovic, Und die Akademie ist für mich auch ein Kandidat, da ganz vorne mitzuspielen. Inter Kessheim, die Salzburger Truppe, ist sicher nicht zu unterschätzen. Da weiß ich, dass einige gute Regionalliga-Fußballer dort spielen. Wir wissen, Linz steht sowieso für Qualität im österreichischen Futsal, also auch da die neue Mannschaft. Aber die werden sicher eine gute Rolle spielen, die einfach die Qualität einfach auch im Kader haben, denke ich. Okay, Sebastian, vielen Dank für das Interview, für deine Zeit und viel Erfolg in der kommenden Saison. Danke, Stefan. Wünsche ich dir bei LPSV ebenfalls. Danke. Zwar nicht den ersten Platz, den wünsche ich uns, aber trotzdem eine schöne Saison. Ist in Ordnung so. Dankeschön.